Hallo und willkommen zurück zu diesem neuen Video auf Aquadicted, eurem und unserem Aquaristikkanal. Und heute beginnen wir unseren Part Technik. Wir möchten in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch einiges erzählen zum Thema Filterung allgemein, Filtermedien, Innenfilter, Außenfilter. Generell über Technik werden wir dieses Jahr noch etwas mehr sprechen. Bis jetzt gab es ja nur was zum Thema CO2. Und deswegen beginnen wir heute ganz, ganz oben. Und zwar mit dem Oberflächenskimmer. Mit der Kammhaut im Aquarium, die manchmal auftreten kann. Und das ist ein Problem, was viele Aquarianer kennen. Und wir werden uns heute mit dieser Sache auseinandersetzen. Und ja, wünschen euch jetzt erstmal viel Spaß in diesem Video. Los geht's! Ja, und dieses Projekt, beziehungsweise dieses Aquarium, kennen ja viele von euch noch. Die meisten, hoffen wir. Und letztens gab es auch ein Update. Du hast ein Update gepostet auf Facebook und Instagram, glaube ich, ne? Genau. Ja, wie ihr seht, das Becken gibt es noch, das steht noch. Unser dreiteiliges Video war das zum freistehenden Aquascape. Lasst euch nicht irritieren, es ist gerade trüb, denn als ich eben kam, du hattest gerade Wasserwechsel gemacht, ja, und hast PVC noch gemacht. Genau, und PVC gemacht. Da waren noch 5 cm Wasser drin, also ich habe wirklich an die 90% rausgezogen. Ja. Dann habe ich Osmosewasser wieder reingemacht. Und da habe ich vorher schon Salz gelöst, also auf harte Salz, GH auf harte Salz. Mhm. Das ist Serra, schlag mich tot, Mineralsalz heißt das. Ja. Da habe ich einfach nur Serra Mineralsalz. Und das ist das, was jetzt trüb ist. Genau. Und da habe ich einfach die Gesamtheit auf 6 hochgezogen, KH ist hier 0. Mhm. Stimmt, du nimmst Osmosewasser, obwohl ihr eigentlich gutes Leitungswasser habt, aber ja, Osmosewasser aufbereiten ist halt die cleanste Form, ne? Damit ist halt alles safe. Ja, wir haben hier hinten die Zapfsäule. Wie so eine, das ja, sieht wie aus bei einer wie Tankstelle. Tankstelle. Mhm. Und da ist immer vortemperiertes Osmosewasser drin und da ist es halt einfach. Ne? Das ist natürlich mega. Und wir hatten in der, es hat eine sehr, sehr lange Einfahrphase gehabt und es war sehr, sehr lange algig. Kunden, die zu uns kommen, haben es bestimmt gesehen. Ja. Sah nicht schön aus. Und ich bilde mir ein, das kann auch nur eine Einbildung sein, dass das auch sich nochmal wirklich gebessert hat, seitdem ich Osmose und GH6 habe. Ich bin davon überzeugt, denn ja, ich benutze das ja jetzt auch nur bei mir in einem. Eigentlich in jedem Schaubecken mache ich dasselbe, also GH 6 bis 7, das schwankt mal. Und KH, ja, bin ich jetzt noch so bei 1, aber ich werde wahrscheinlich demnächst auf 0 runtergehen, denn das ist kein Problem. Ja, die Carbonathärte stabilisiert den pH-Wert, aber es ist auch, wenn man weiß, was man tut, gut möglich, ein Aquariumwasser mit KH 0 zu fahren, vor allen Dingen bei bestimmten Pflanzen, die das wirklich auch brauchen. Und ja, auch hier läuft das CO2 Tag und Nacht. Ich habe jetzt keine Kontrolle, keine Nachtabschaltung dran. Da gibt es gar keine Probleme. Aber, und das ist eine gute Überleitung zu unserem heutigen Video, du hast nämlich hier einen Skimmer verbaut, ja, der die Wasseroberfläche sauber hält. Genau. Ja, und das ist das Geheimnis daran, denn ihr könnt, und das ist auch das, was ich meinen Kunden im Laden immer erzähle und du sicherlich auch, viele haben immer so ein Missverständnis, CO2, Sauerstoff, ist das ein Problem, zu viel, tags an, nachts aus, Gleichgewicht etc. Fragen über Fragen über Fragen. Wir haben ja natürlich in unserem CO2-Video schon viele Fragen beantwortet. Wir sagen es jetzt nochmal. Sauerstoff und CO2 sind zwei voneinander unabhängige Werte. Beide können niedrig und beide können aber auch hoch sein und das eine schließt das andere nicht aus. Es ist nicht wie Heizung auf 5 und Fenster auf. Das muss nicht sein. Also ihr könnt Sauerstoff oben haben, ohne das CO2 auszutreiben. Was man hier nicht sieht, wie in allen unseren Pflanzenbecken, irgendwelche Sprudel- und Ausströmersteine oder eine plätschernde Wasseroberfläche. Denn das wäre genau das Prinzip, wenn ich das Fenster aufmache und die Heizung aufdrehe. Denn damit treibe ich das CO2 aus. Aber ich habe auch genug... Das mache ich ganz aktiv in unserer Verkaufsanlage. Ja, ja. Da habe ich durch Lüftung drin, weil durch einen höheren Besatz auch viel CO2 abgeatmet wird. Ja. Und das muss, um da Wasser- oder pH-Wertschwankungen zu vermeiden, gase ich das aus, also durch einen. Da sind ja auch viele Fische drin. Das genau, ist ja wie bei mir auch in der Verkaufsanlage. Ihr habt ja zu Hause im 60er Becken jetzt nicht 100 Neons oder sowas. Ja. Das ist aber hier im Verkauf ist das halt eher typisch, dass die 400 Becken. Vielleicht, nein, so viel nicht, aber es ist schon ein hoher Besatz. Ja. Kurzzeitig. Und es ist eben wichtig, da natürlich Sauerstoff reinzukriegen. Aber das Sauerstoffproblem in diesem Aquarium gibt es ja trotzdem nicht, denn die Wasseroberfläche ist klar, die ist sauber. Und indem die Wasseroberfläche sauber ist, trinkt genug Sauerstoff allein durch die Bewegung der Oberfläche ins Wasser ein. So ein paar Milligramm im Wasser sind für die Fische lebensnotwendig. Man muss halt immer sagen, also im Aquarium, wenn ihr da 5, 6, 7, 8 Milligramm habt, das ist schon eine Menge Sauerstoff, für die Fische völlig ausreichend, für die Pflanzen auch. Also Pflanzen brauchen auch Sauerstoff. Aber ihr könnt dann auch parallel dazu 25 oder 30 oder noch mehr Milligramm CO2 haben. Die Sache ist aber die, das CO2 aus der Luft, was ja nur im 0,0% Bereich liegt, das wird nicht von alleine
zu so einem Level führen. Das kann nicht gehen, weil letztens hatte schon mal jemand kommentiert, ob man nicht das Aquarium mit CO2 düngen kann, wenn man da Luft reinbläst. Genau das passiert ja nicht. Also dann das treibst löst du. Sich auch schwerer ein. Ja, es löst, also die Gase lösen sich generell nicht unbedingt freiwillig von alleine im Wasser. Deswegen steigt ja auch der Sauerstoffgehalt nicht unendlich hoch, allein durch die Wasseroberfläche. Er ist aber ausreichend. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Du hast hier einen Skimmer drauf und der sorgt für eine klare Oberfläche. Und so kann auch ohne Probleme 24 Stunden am Tag, genau, film mal drauf, 24 Stunden am Tag CO2 laufen, ohne dass das für die Fische hier zum Problem wird. Ja, und man sieht es hier vielleicht, muss ich noch mal ein bisschen rumgehen, wie viel, da wird auch schon die Wasseroberfläche aufgerissen und auch Sauerstoff, also da kommt schon ordentlich Sauerstoff. Direkt in den Filter auch. Genau. Gut, also ihr seht, das Becken steht noch, es läuft und wenn ihr mal in der Nähe seid, ihr könnt es euch live angucken, genau wie die Becken bei mir im Laden. Wenn ihr ja, in der Nähe seid, dann fahrt mal nach Gotha oder nach Arnstadt und schaut euch die Aquarien an. Ich stelle wieder fest, dass ich, muss ich mal kurz einwerfen, ja. Das gefällt mir sehr gut. Mhm. Du hattest mal gesagt, vielleicht sollte man bei mir mal eher so Biotop-Aquaristik machen. Mir juckt es irgendwie über in den Fingern, da wirklich mal ein Biotop-Aquarium reinzumachen. Hm. Wenn das Gelb durch ist, gehe ich davon aus, dass wir hier mal ein Biotop dann müssen wir aufstellen. Aber auf jeden Fall demnächst, solange der Winter so noch andauert, mal zusammen in den Wald spazieren. Und mal was sammeln. Ja? Und mal ein bisschen Scape-Material, Hardscape sammeln, weil bei der Biotop-Aquaristik nimmt man nicht unbedingt dieselben Sachen wie ja, beim Aquascaping. Mal gut, wollen wir diesen Take jetzt mal beenden und ja. Dann widmen wir uns der Technik, um die es eigentlich geht. Ja. Das ist eine gute Idee. Also wir sehen uns gleich im nächsten, eine Etage tiefer. Jetzt habe ich mich mal ja, hinter deiner Bambusbank platziert und wir haben hier ein paar Sachen aufgereiht, die ich euch jetzt mal vorstellen möchte. Und zwar machen wir ein Gerät nach dem anderen, denn wir haben heute eine ja, reichliche Auswahl. Und ja, das sind verschiedene Möglichkeiten, die Kammhaut loszuwerden. Aber bevor ich euch die Sachen vorstelle und mit dem ersten beginne, erzähle ich nochmal zwei, drei Sätze zum Thema Kammhaut überhaupt. Also, was ist eine Kammhaut? Das Wasser und die Luft sind zwei völlig verschiedene Lebensräume. Das sind zwei völlig verschiedene Zonen, die natürlich an der Wasseroberfläche aufeinandertreffen. Und in der Natur ist es selten so, dass man ruhige Gewässer hat. Also es ist eigentlich immer so, dass irgendwo Wasser fließt oder plätschert oder sich bewegt oder der Wind halt irgendwie Wellen macht. Und da kommt es eigentlich nicht wirklich vor, also es vielleicht ganz, ganz selten und dann auch nur in einigen Bereichen von Seen, dass dann oben ja, eine stockende Schicht auf dem Wasser ist. Denn die Kammhaut ist das Resultat von in der Natur zum Beispiel Partikeln aus der Luft, die da reinfallen. Das können sein Pollen, das kann sein Staub aus der Luft, generell irgendwelche Schmutzpartikelchen, irgendwelcher ja, Staub, wenn der Wind geht vom Feld. Alles das, was sich oben durch die Oberflächenspannung, denn Wasser hat eine Oberflächenspannung, was sich da sammelt, das kann da unter Umständen liegen bleiben. Im Aquarium habt ihr natürlich jetzt nicht unbedingt Staub vom Feld, sondern das ist häufig aus der Raumluft so ein paar kleine Fusseln, die da reinfallen. Also wir haben das gerade bei uns im Laden durch die offenen Becken ja, leider sehr häufig. Und ja, an dieser Stelle, wo sich dann diese Schicht bildet, kann es passieren, dass der Sauerstoffaustausch auf kurz oder lang völlig zum Stehen kommt, weil eben da nichts mehr durchgeht. Das ist wie so ein Ölfilm, könnt ihr euch das vorstellen, auf dem Wasser. Und das sieht auch manchmal so aus. Das kommt zum Teil, wenn man Fischfuttersorten verwendet, die nicht gerade hochwertig sind, noch dazu. Da sind dann wirklich Fette und Öle drin und die legen sich dann halt da noch mit rein. Und an dieser Übergangszone gibt es dann auch oft Bakterienwachstum und das setzt sich dann halt generell, also all diese Faktoren kommen zusammen und dann habt ihr da oben so eine Schicht und die kann wirklich unansehnlich werden. Und wenn ich jetzt hier von unten nach oben schaue, sehe ich, dass jede Blase CO2 oder Luft oder Sauerstoff in dem Fall, die die Wasseroberfläche erreicht, sofort rauskommt. Und das hat man bei einer Kammhaut halt nicht. Das ist das Problem. Und dieser Sauerstoffaustausch ist das größte Problem. Nicht nur, dass kein Sauerstoff reinkommt, sondern der Gasaustausch generell ist ja blockiert. Also das CO2 kommt nicht mehr raus aus dem Aquarium. Und dann reicht es, wenn ihr winzig kleine Mengen CO2 düngt. Wenn das nicht rauskommt, steigt dieses Level auf ein tödliches Niveau für Fische. Und ja, Pflanzen halten viel aus, aber vor allen Dingen Fische und Garnelen, die legt ihr euch damit um. Deswegen nochmal an dieser Stelle. In jedes Aquarium gehört ein Skimmer, oder? Was sagst du? Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich eine wichtige Sache. Ich würde mal sagen, wenn jetzt ein abgeschlossenes Becken ist und der Filter, der Auslauf so ein bisschen die Oberfläche bricht, so dann, kann das, ja, dann hat man meistens bei einem geschlossenen Aquarium grundsätzlich eigentlich eine relativ gute
Wasser. Es kommt nur aus Aquarium drauf. Ja, also jedes Becken ist anders. Genau. Ne? Bei einem offenen Becken definitiv. Ja. Und ganz wichtig. Vor allem, wenn man viel CO2 größer das dübt. Becken, umso mehr wird das. Bei einem 60er mit einem gut aufgerissenen Oberfläche, will ich behaupten, und mit Abdeckung wird man vielleicht jetzt nicht zwangsläufig immer einen brauchen. Wenn du ein 2-Meter-Becken hast und hast halt nur einen Filtereinlass auf der einen Seite, dann aufgrund der großen Wasseroberfläche wird definitiv, denke ich, auch einer vonnöten sein. Macht auf jeden Fall Sinn. Selbst wenn am Anfang keine Kammhaut da ist. Es kommen zu uns regelmäßig Kunden in den Laden, die sagen, das hatte ich noch nie und jetzt auf einmal ist das so. Ich sage meinen Kunden immer, fragt euch nicht, wo es herkommt oder warum ihr es jetzt habt. Lebt damit, dass es so ist und sorgt dafür, dass es nicht mehr so ist. Manchmal passiert halt sowas. Das kann halt sein, das kann halt vorkommen. Und ja, deswegen, es ist halt eine Sache, die ist Komfort, das ist so ein kleines Ärgernis der Aquaristik, aber Leute, es gibt echt größere und schlimmere Probleme. Damit muss man nicht leben, das kriegt man ganz fix weg. Gut, also kleine Vorgeschichte zur Kammhaut, passiert sehr oft, nicht immer, aber wenn es passiert, es gibt eine Lösung, es gibt sogar viele Lösungen und wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 4,5, wir haben auch noch eine fünfte Lösung, aber da kommen wir später dazu. Wir beginnen, würde ich sagen, ganz links von mir aus gesehen, mit dem Skimmer der Firma Juwel, der Eco Skim. Ja. So, und den habe ich jetzt eben mal zerlegt, dass ich das für euch vor der Kamera nochmal schön machen kann und dass das auch hier schön fluffig läuft. Also erstmal kleines Vorwort. Meiner Erfahrung nach bekommt fast jedes, ich würde sagen 9 von 10 Juwel-Aquarien, definitiv eine Kammhaut, denn der Filter von Juwel ist echt gut. Also ich bin überzeugt davon, dass dieses Gerät echt was taugt, dass der funktioniert. Aber es ist konstruktiv bedingt in 90% aller Fälle so, dass es in einem Aquarium mit eingeklebten Juwel-Innenfilter zu dieser Kammhaut kommt. So, und jetzt hat die Firma Juwel selbst reagiert, nachdem wahrscheinlich relativ viel Rückmeldung kam von seitens der Kunden. Und jetzt haben die so ein Teil auch im Sortiment. Bis jetzt musste man sich mit anderen Herstellern helfen. Was haben wir in dieser Kiste? Wir haben hier so eine lustige Klemme. Wir haben ein paar Saugnäpfe, wir haben eine Bürste zum Saubermachen, wir haben eine Halterung und wir haben das Gerät. So, und du hast es jetzt eben schon gesagt, Juwel ist wie Lego, ne? Es muss immer alles ins System passen. Man kann den auch in anderen Aquarien verwenden, aber so wirklich gedacht ist er eigentlich nur fürs Juwel-Aquarium. Ja. Warum? Ihr habt beim Juwel-Aquarium, das kannst du dann gleich nochmal im Nachhinein filmen und einfügen, immer beim Skimmer oder beim Filtereinlauf, also angenommen, das ist der Juwelfilter und der sitzt jetzt hier immer, wenn man davor steht, rechts außen in der Ecke. Dann habt ihr hier in diese Richtung den Filterauslauf. Ihr habt da unten ein paar Schlitze, wo das Wasser reinläuft und ihr habt hier oben welche. Und für die Schlitze oben ist dieses Teil gedacht. Da hängt man den ein. Der läuft mit einer angeschlossenen Pumpe. Also hier unten ist eine Pumpe drin. Und Entschuldigung. Ja. Also man sieht es hier, das ist der Filter links und dann wird das einfach vor die Öffnung. Ihr könnt es gleich mal für euch einbauen, dann könnt ihr euch das besser vorstellen. Aber erstmal erkläre ich das Teil. Also der hängt jetzt hier in diesem Filtergitter oben drin. So, und hier hinten ist das Teil offen. Und da ist der Pumpenauslauf. Und das Gerät hängt vorne dran. Und jetzt habt ihr hier unten ein Kabel, das führt ihr dann hinten aus dem, also hinter dem Filter aus dem Becken raus. Und das Teil hängt genau so tief im Aquarium, dass diese Krone hier oben, die da schwimmt, dem Wasserstand quasi folgt. Also wenn der Wasserstand sinkt im Aquarium, zu viel darf es jetzt auch nicht sinken, sonst läuft der Filter halt irgendwann mal nahezu trocken oder ihr habt halt oben diese komische Kante und ihr könnt reingucken ins Aquarium. Aber das ist so gebaut oder so konstruiert, dass es halt genau mit dem Filter und dem Wasserstand so übereinstimmt. So, und hier unten ist ein kleines Luftpolster und diese Krone hier oben schwimmt. Und da, durch diese ganzen Schlitze, geht das Wasser mit der Kammhaut, weil es von der Pumpe angesaugt wird. Und die drückt es dann wiederum hier hinten raus in diese Kammer rein und von da aus oben in den Filter. Also es ist quasi Plug and Play und es ist eben an das Juwel-Filtersystem angelehnt. Und wenn ich hier auf der Rückseite sehe oder auf der Vorderseite auch, hier sieht man das schön, ist Minus und Plus. Also ihr könnt einstellen, indem ihr dieses Rädchen hier dreht, das ist ein bisschen sperrig, könnt ihr hier einstellen, wie viel Sog eben von oben kommt. Also man kann bei jedem Skimmer eigentlich immer einstellen, wie doll der saugt, denn also der schließt eigentlich nur diesen Ansaug unten. Der eine braucht halt mehr, der andere braucht weniger und das könnt ihr hier einstellen. Natürlich kann man dieses Teil auch zerlegen und sauber machen.
Das habe ich vorhin auch schon mal gemacht. Denn man will ja irgendwo auch mal an alle Teile rankommen und die Filter sind so von der Konstruktion her recht unterschiedlich. Aber das funktioniert ganz gut. Man zieht die Pumpe unten raus. Sieht aus wie eine normale Juwelpumpe, die auch Ja, in den Filter drin sitzen. Ne? stimmt, nur ein bisschen kleiner, weil die hat ja auch nur 300 Liter. So, und jetzt habe ich vorhin überlegt, weil ich bin ja eigentlich immer jemand, der dann irgendwie sehr schnell alles zerlegt und auseinandernimmt und guckt, wie es funktioniert. Und dann habe ich erst mal geschaut, dieses Teil ist dazu da, um hier oben diesen Aufsatz zu bewegen, Ist ja aber verrückt. ja, man kann das eigentlich auch mit den Fingern machen. So, und dazu ist natürlich auch diese kleine Bürste hier drin. Also ihr könnt dieses Flügelrad und diese ganzen Kanäle hier alle sauber machen. So, jetzt stecke ich die Pumpe mal wieder hier rein. Ja, der hat auch noch die Möglichkeit, dass man den rumdrehen kann und kann ihn quasi mit dieser Halterung, die hier dabei ist, für jedes andere Aquarium verwenden. Dann sieht er dem Eheim-Filter oder Eheim-Skimmer sehr ähnlich. Aber primär würde ich sagen, ist es eigentlich ein Teil, was meistens für ja, Juwel-Aquarien von Juwel-Kunden auch gekauft wird. Das war ja, kurz, knapp und bündig alles, was es Das sieht jetzt, zu wissen ist gibt. jetzt keine Designschönheit, aber wenn man jetzt den einfach an den schwarzen Kasten dran macht, finde Ja. ich ihn trotzdem sehr unauffällig, weil jeden anderen Skimmer macht man ja meistens in die Ecke oder direkt an die Scheibe oder Ja, ist halt, das stimmt. da man eh der schon das Übel hat, diesen schwarzen Kasten zu haben. Ja. Und wenn man das da dran baut, ich denke, dass das doch relativ unauffällig ist. Es passt halt ganz gut ins Bild, sage ich mal Genau. so. Was wahrscheinlich nicht geht, habe ich mir jetzt gerade so überlegt, jetzt wo du das sagst, wenn man so ein Filtercover verwendet. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil beim Ja. Filtercover ist ja dann, dann kommt ja noch so ein Du musst erst mal Zentimeter. erklären, was ein Filtercover ist. Ja, ein Filtercover ist eine künstliche Rückwand. Also es gibt von Juwel gibt es künstliche Rückwände, die man ins Aquarium reinkleben kann. Und da dann aber der Filter extrem auffallen würde, wenn man denn hier die komplette Rückwand zum Beispiel mit so einer roten, mit so einem roten Test. Modul beklebt, Ja. dann würde ja der Filter extrem auffallen. Und ja, wir gucken mal. Schau mal, ob ich das jetzt hier so schön drauf habe. Ja. Also Genau. hier ist, das ist dieser Also verwendete Filter, das ne? Filtercover ist quasi nochmal eine Verlängerung von ja, der Rückwand. Also die Rückwand geht dann um den Filter. Und da du dann hier ungefähr noch einen Materialauftrag von einem Zentimeter ungefähr hast, kann ich Wird's mir gut schwierig, ne? vorstellen, dass das dann wahrscheinlich nicht funktioniert. Gut. Vielen Dank, lieber Assistent. Ja, wie immer. Genau. Jetzt bin ich so weit weg, jetzt versteht man mich nicht. Wie im Ja. Homeshopping. Genau. So, ja, fällt dir noch was ein, was unsere Kunden interessiert, unsere Kunden sowieso, aber unsere Zuschauer vielleicht interessieren könnte, zum Juwelskimmer? Nee. Also ich muss jetzt auch sagen, ich habe mir jetzt zum ersten Mal bestellt. Mhm. Ich Wir habe noch gar nicht. waren letztes Jahr bei Juwel Ja. eingeladen. Und es gibt ja Juwel, verkauft ja nicht direkt an uns Sofachändler. Und ich muss halt ehrlich gestehen, ich bin durchs Lager gegangen und da waren große Kartons und da stand EcoSkim drauf. Ich sage, was ist denn das? Und dann sagten die, das ist unser Skimmer. Und da dachte ich mir, bestell's ihn doch mal. Aber ganz ehrlich, ich kannte ihn vorher nicht. Ich kenne ihn schon eine Weile, aber ich bin jetzt auch ehrlich zu euch, ich habe das Teil selbst noch nie verwendet, weil ich habe ihn noch gar nicht im Sortiment. Aber der Vollständigkeit halber wollten wir ihn hier natürlich vorstellen. Und wir sind auch immer ehrlich zu euch und ihr bekommt ja von uns auch immer authentische Meinungen. Also wenn wir Sachen selbst schon benutzt und verwendet haben und halten davon nichts, dann werden wir euch diese Sachen hier auch nicht unbedingt präsentieren oder wir erwähnen es zumindest mal. Aber ich sag mal ganz ehrlich, von der Konstruktion her, der wird nicht anders sein als der von Eheim. Ja. Also ich denke, weil gerade Juwel auch eine Firma ist, die sehr, sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit in die Produkte steckt, bevor die großserientauglich sind, weil es gibt auch wirklich nie Großreklamationen, Reklamationen 1, 2, 3 bei Juwel, denke ich mal, werden sie sich mit dem Teil hier auch ja, keinen Gefallen tun, wenn sie den nicht vernünftig entwickelt hätten. Also ich gehe davon aus, dass das Teil fehlerfrei läuft. Wenn ihr ihn den schon benutzt bis jetzt oder habt ihn halt irgendwie schon eine Weile im Aquarium, dann ja, schreibt doch mal für die anderen Zuschauer eure Meinung rein, was ihr davon haltet. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum nächsten Skimmer über und sehen uns im nächsten Take. Bis gleich. Kommen wir zum nächsten Kandidat. Wir haben hier den Skimmer, den Surface Skimmer 300. Also 300 scheint ja irgendwie bei diesen autark laufenden Geräten so eine magische Nummer zu sein oder so eine Zahl, weil irgendwie haben die alle so um die 300, 350 Liter. Gut, ja, von der Firma Superfish. Superfish ist aus Holland. Die Hausmarke von Aquadistri, ja? Genau, Aquadistri ist unser Großhändler und Superfish, also die machen Filter, die machen diese günstigen LEDs, alles zu einem, also ich muss jetzt sagen, wir haben ja nicht alle Produkte von denen, aber alles das, was wir haben, zu einem echt erschwinglichen Preis. Ihr könnt jetzt hier kein High-End erwarten, aber es ist wirklich
Es ist gut. Also auch die LEDs, das ist jetzt, die haben nicht diese Features und haben nicht so viele Optionen und sie sind vielleicht auch von der Optik her nicht die allerbesten, aber es ist okay und das ist halt ja wirklich Einstiegsklasse, auch preislich und qualitativ okay, akzeptabel. Wenn was gar nichts taugt, verkaufen wir es halt nicht. Gut, also eine Schönheit, sagen wir gleich dazu, ist der Kollege hier nicht. Und was ich auch gerade eben festgestellt habe, also wie ich gerade schon gesagt habe, ich will ja die Dinge immer irgendwie zerlegen. Also hier unten hatte ich jetzt hier massivst Schwierigkeiten. Also die Klappe habe ich abgekriegt, aber irgendwie war das hier so fest. Also ich will den jetzt hier auch nicht zerstören. Ich habe die Pumpe gerade, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, jetzt nicht rausbekommen zum Saubermachen. Deswegen kann ich da nicht viel erzählen. Ja, wie sieht das Teil aus? Also der saugt auch über diese Krone hier oben Wasser an. Und hier, wie bei allen Skimmern, ist da so ein kleines Luftpolster und das Teil schwimmt. Und durch den Sog der Pumpe, die drückt hier vorne raus und saugt da oben an, steuert man halt durch dieses Rad hier auch, wie viel dieser Korb jetzt zieht oder wie viel er nicht zieht. Wenn er weniger zieht als von oben, dann saugt er hier Wasser an und wenn er hier komplett zu ist, saugt er natürlich mehr von oben an. Alles limitiert durch die Pumpenleistung, also 300 Liter die Stunde. Das ist jetzt nicht viel. Was haben die hier? 3,5 Watt oder sowas. Das ist kaum was. Okay, hier ist noch ein kleiner Schwamm drin und Darf ich dieser. mal was dazu sagen? Ja, Du sagst natürlich. jetzt, es ist keine Schönheit, gell? Also, ganz ehrlich, ich finde den schöner, um Welten schöner als den von Eheim. Von Echt? der Form, ja. Ja, also. Weil es sieht cleaner aus. Es ist die gleiche Ja, enge gut. Form, wie das Becken auch hat. Das ist dieses, wenn man vielleicht noch eine Milchglas hinten, so eine Ätzfolie hat, dann finde ich von der Farbe her, das ist gar nicht so unschön, muss ich sagen. Ich würde sagen, das entscheiden nachher einfach mal unsere Zuschauer in den Kommentaren, Ja, weil ihr okay. könnt euch ja äußern, welcher euch besser gefällt. Wir zeigen sie euch alle. Ja, wir hatten den auch hier drin in dem Becken, ne? Als Ja, die Glasteile noch nicht da weil die waren. Glasteile Ja. leider lange Zeit nicht lieferbar waren. Und also ich habe die falschen bestellt, die immer nicht lieferbar waren. Jetzt hatte ich, kommen wir ja zu den Glasteilen, kommen wir gleich. Jetzt erzähl mal, wie ist er gelaufen in der Zeit? Der lief schon gut. Nee, der lief eigentlich einwandfrei sogar. Bloß ich hatte so wenig Platz, weil ich Auslauf und Einlauf auf einer Seite habe. Und da der ein bisschen mehr Platz oben wegnimmt, hat sich mein Auslauf da immer ein bisschen an dem An den Schwimmer Korb, ne? gelegt und da war er dann fest manchmal. Ja. Aber das war ja einfach nur, weil mein Setup nicht gepasst hat. Aber ansonsten fand ich ihn gut. Da hängt er hier mit den vier Saugnäpfen eh frei im Wasser und ihr Ja. platziert den auch so tief, dass das hier oben bewegen kann. Und weil du es gerade gesagt hast, das Ding muss natürlich waage hängen. Ich habe ja nur einen Kabelschacht hier, damit das halt ziemlich clean aussieht. Ich hätte ihn auf die andere Seite machen können, da hätte ich das Kabel aber gesehen. Deswegen, es muss alles links, ja. Habt ihr Ja. ja gesehen beim Einrichten, haben wir auch ein bisschen Kritik gekriegt, warum wir das nicht mit Bohrungen gebaut haben, das Becken. Aber wir sind nun mal hier im Fachhandel Ja. und ich möchte den einen Auslauf gerne den Kunden zeigen. Und dann bringt es nichts, wenn alles verbaut ist. Wie heißt es so schön? Form follows function. Es muss erstmal gut aussehen. Ob es dann funktioniert, ist zweitens. Genau. Eine Ergänzung noch bei dem Teil. Also, das gilt eigentlich für alle. Das muss ich hier nochmal an dieser Stelle dazu sagen. Also, jeder Skimmer, auch die aus Glas, die gleich kommen, dieser Schwimmkörper ist ja immer aus Kunststoff. Und dieser Kunststoff ist mikroskopisch gesehen rau. Wenn das Ding neu im Aquarium ist, dann ist da noch kein Biofilm drauf. Was ist ein Biofilm? Das ist halt wie auch so ein ganz schmaler Bakterienrasen und der ist halt, ja, das ist halt flutschig. So, und dann fließt das Wasser ohne großen Widerstand schön drüber. Und das ist bei jedem Skimmer so, wenn man den neu montiert und der ist so ein bisschen sensibel mit der Einstellung, müsst ihr immer davon ausgehen, dass das hier noch nicht am ersten Tag gleichmäßig läuft. Das ist wie bei den CO2-Reaktoren. Also so ein Flipper zum Beispiel von Dennerle oder dieser Typhoon von JBL, wenn das CO2 da läuft, das ist noch nicht so schön smooth am ersten Tag und das ist auch bei den Teilen so, deswegen wundert euch da nicht. Ja, noch eine technische Ergänzung und zwar kann man hier unten das Wasser entweder so rauslaufen lassen oder man steckt hier diesen Aufsatz drauf, hat dann hier noch einen Luftschlauch oben zum Aufsetzen, ja und dann kann man Dann war halt, das richtig dann ja, ist auch schön. wunderschön, dann kann man, genau, zeigt den mal in die Ich will Kamera. jetzt nicht von allem hier nochmal. Ich werde jetzt hier keinen Skimmerporn drehen. Ich denke, ich hoffe, das reicht jetzt einfach so. Ja, also er saugt dann Luft an und dann habt ihr genau das, was er ja nicht machen Genau. soll. Er treibt dann das CO2 aus. Also Warum ist es, das Schwämmchen da drin? Vorfilter einfach, ja, es damit die hat Pumpe sich nicht zusetzt. zwei Gründe. Einmal natürlich als Vorfilter und zum anderen, wenn dann doch mal so eine kleine Garnele ihren Weg da reinfindet, dann wird die nicht vom Flügelrad geschreddert, sondern sitzt dann auf dem Schwamm. Okay. Gibt es keinen Garnelencocktail? Ganz genau. Gut, noch Ja. irgendwelche Ergänzungen zum Aquadistri Surface Superfish Skimmer? Nee, ich halte mal einen ganz anderen Weg, wie man da gegangen ist. Gell? Ihr werdet ja gleich beim
Eheimskimmer sehen, dass sich Juwel und Eheim sehr ähneln. Und das ist ja für einen mutterbetriebenen, aus uns, das, was wir jetzt hier so zur Verfügung haben, ja mal ein ganz anderes Konzept, so ein bisschen vom Aufbau. Finde ich jetzt auch ganz nice. Das war der Grund, warum wir das Video auch bei dir im Laden gedreht haben. Denn ich selbst hätte ja diese Riesenvielfalt gar nicht gehabt. Denn ich habe mich immer nur auf die Sachen beschränkt. Ja, ich bin dann eher so ein minimalistischer Typ. Also die Sachen, die gut funktionieren. Never Touch a Running System. Die habe ich halt im Sortiment. Du hast jetzt hier, das ist fürs Video perfekt, die viel größere Auswahl. Deswegen sind jetzt hier ein paar Sachen dabei, die ich selber im Laden gar nicht habe. Ich habe mich eben auf das beschränkt, was ich so kenne und gut finde. Den Juwel wollte ich die ganze Zeit ins Sortiment nehmen. Hat es aber irgendwie immer vor mir hergeschoben und fürs Video habe ich jetzt doch endgültig auch mal bestellt. Jetzt werde ich genötigt, das wahrscheinlich auch zu tun. Also spätestens, wenn das Video online geht, ja, sehe ich zu, dass ich die Dinge auch im Laden habe. Und dann kann ich da sicherlich vielleicht auch was dazu sagen, weil ich den dann mit Sicherheit auch selbst verwenden werde. Dann werde ich das Video übermorgen bringen. Oh, verdammt. Übermorgen ist Samstag. Oh, jetzt kriege ich nichts mehr bestellt so schnell. Okay. Nächster Take würde ich sagen, nächstes Gerät. So, jetzt machen wir unser Trio hier komplett mit den autark laufenden motorbetriebenen Skimmern. Und jetzt haben wir hier den Eheim Skimmer. Und der hat keine Verpackung, weil wir hatten keinen mehr mit Verpackung. Die laufen auch bei dir jetzt sehr gut, ne, in letzter Zeit. Und ja, der war bis eben im Einsatz. Den haben wir jetzt aus einem Aquarium rausgenommen. Bei den Wasserschildkröten waren die drin. Ja, der ist eigentlich in fast jedem Becken praktisch. Ja, und ich müsste lügen, wenn ich sage, es ist nicht mein Favorite. Ich benutze den fast in jedem Becken und das hat auch seinen Grund. Also wir haben ja auch im Laden Aquarien stehen, Schaubecken laufen. Ich habe auch die Glasskimmer, aber in den meisten Aquarien verwende ich den und mit dem Keil bin ich sehr, sehr gut vertraut und kann euch da auch einiges erzählen. Und wir legen los. Also auch dieser Filter oder Skimmer, das ist ja eine kleine Filterpumpe mit einem angeschlossenen Skimmer, hat 5 Watt und 300 Liter die Stunde. Also das scheint irgendwie bei den Teilen immer so zu sein. Und ja, den gibt es seit mehreren Jahren. Also ich glaube, das war mal irgendwie Innovationsprodukt 2013. Also so lange gibt es den schon. Und Eheim hat angefangen mit diesen Geräten. Und die anderen, die wir euch jetzt gerade eben vorgestellt haben, die sind danach gekommen. Also das war ja der Pionier, wie es Eheim halt in so vielen Fällen ist. Gut, wie funktioniert das Teil? Also wie die anderen auch. Hier ist eine kleine Pumpe, die drückt Wasser vorne raus und saugt sie oben an. Hier kann man das Ding einstellen, minimal und maximal. Und du hast ihn schon auf minimal. Also es hat keinen Zweck, dieses Ding auf halber oder starker Leistung laufen zu lassen, denn er ist viel zu stark. Dieses Teil ist, also die Pumpe ist eigentlich ja eine universelle Eheim-Pumpe gewesen, die hier dran gesetzt wurde. Die ist nicht von der Leistung auf das, was hier oben reingeht und vorne rauskommt, ausgelegt. Wenn ihr den auf maximaler Leistung laufen habt, dann wird er permanent Luft ziehen und schnorcheln und das macht keinen Sinn. Ich habe ihn immer auf minimal, egal wie groß das Becken ist, oder maximal ein Viertel geöffnet, vielleicht ein Drittel bis ein Viertel, aber das ist schon Obergrenze. Und dann eiert er hier oben aber auch schon Vollgas hin und her. Also ihr werdet das, wenn ihr das Teil zu Hause habt, wissen oder wenn nicht und ihr kauft euch den, dann ja, werdet ihr es herausfinden. Der hat mehrere Möglichkeiten, den einzustellen, also lasst ihn auf minimal oder knapp über minimal. Ja, und hier dieser Korb, der da oben schwimmt, selbes Prinzip wie immer, hier ist Luft drunter, der gleicht den Wasserstand aus. Man platziert das Teil so tief im Aquarium, dass natürlich diese Rillen hier rundherum, dass die in dieser Formation, also sind auch 4 Schlitze, genau reinpassen und da bleibt er, wo er ist. Also der dreht sich nicht, der bleibt immer an dieser Stelle und er gleicht den Wasserstand aus. Hängt er zu hoch, dann saugt er permanent Luft an, hängt er zu tief, dann schwimmt euch der Korb weg. Wie sieht das Teil von innen aus? Ja, wie eine ganz normale kleine Pumpe und hier sieht man auch schön die Einstellung. Also jetzt ist er auf minimal, jetzt drehe ich mal auf und jetzt ist dieses Loch hier komplett offen und er saugt quasi die volle Menge Wasser ein. Aber das machen wir nicht, wir lassen ihn auf minimal. Und es sieht nicht viel aus, aber ihr könnt mir glauben, das funktioniert. In meinem großen Eckbecken, das ist 1,50 Meter mal 1,50 Meter, da habe ich dieses Teil laufen und er läuft auf dieser Position und er schafft es, die Oberfläche komplett und für eine Woche sauber zu halten. Danach mache ich Wasserwechsel und mache auch den Schwamm sauber. Das ist eine gute Überleitung. Jetzt kommen wir zum Schwamm. Also hier in diesem Teil steckt ein kleines Schwämmchen. Das hat auch bei mir schon viele Garnelen und Otocynclus-Leben gerettet. Denn das ist ein Vorfilter und halt auch ein ja, Schutz für diejenigen, die den Weg hier reinfinden. Und es gibt dann natürlich Möglichkeiten, das zu vermeiden. Aber da haben wir uns jetzt gerade überlegt, das zeigen wir euch in einem anderen Video. Ne? Ja, machen wir dann ein extra Video. Ein Quick-Tipp drauf. Ein Quick-Tipp oder ein Profi-Tipp. Das drehen wir jetzt gleich im Anschluss. Also ihr müsst nicht lange drauf warten. Ja,
Das ist ein wirklich durchdachtes, richtig gut funktionierendes Gerät. Ich habe hier nur eine Sache, die ich persönlich dran auszusetzen habe, und das vom Anfang an. Warum? Warum so? Also man kann natürlich hier oben ist so eine kleine Führung, man kann da das Kabel rausführen und das machen auch die meisten, indem sie das hier so einhaken. Aber ja, weiß ich nicht, vielleicht macht sich Eheim, vielleicht sogar jetzt motiviert durch dieses Video, ja doch endlich mal ans Reißbrett und überlegt sich was mit dem Kabel, was oben rausgeht. Was soll ich dazu sagen? Ja. Glaubst du wirklich, dass er mal auf seine Kunden hört? Nee, ist egal. Entschuldigung, das war eine persönliche Note. Was wollte ich sagen? Naja, natürlich. Wenn du aber sagst, das ist eine Baukastenpumpe, die schon existiert hat, Natürlich, es ja. lohnt sich nicht, für diesen jetzt eine eigene Pumpe zu entwerfen. Deswegen, das ist halt einfach. Die haben ja zum Schluss nur dieses obere Körbchen für diese Pumpe, für diesen Skimmer entwickelt. Doch, Ehem, das lohnt sich für euch, weil durch dieses Video und unsere ganzen anderen Videos wurden wahrscheinlich schon viele Hunderte bis Tausende von diesen Skimmern extra mehr verkauft. Ja. Und jetzt, ja, kümmert euch und macht ein Update mit einem Kabel, was schön oben rauskommt. Okay, hast du noch irgendeine Ergänzung? Nee. Dann Die war's das Ergänzung jetzt. kommt ja dann im Profi-Tipp. Genau, Das genau. seht ihr in der nächsten Folge. Ja, dann erklären wir euch nochmal, wie man das Ding hier garnelensicher macht. Ja, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Gerät und legen den jetzt mal beiseite. Bis gleich. Over meadow, inside spun grass.